100 Wohngruppen, die es seit über 20 Jahren gibt. Die waren damals die ersten Wohngruppen in Deutschland. Und bei uns wohnen Jugendliche und erwachsene Patienten mit Essstörungen. Zum Teil haben die auch noch andere Störungen zusätzlich. Die wohnen hier in der Regel ein halbes Jahr und gehen aber, und das ist der große Unterschied zur Klinik, die Patienten sind nicht krankgeschrieben, sondern die gehen in Schule, Ausbildung oder manche auch schon in Beruf und haben sozusagen begleitend, also am Nachmittag und am Abend, ein ähnliches Therapieangebot wie in guten Kliniken. Aber das Entscheidende ist eben, dass sie bei Annett als Patientin den Alltag mit der Therapie verknüpfen können und nicht wie in der Klinik eben sozusagen unter so einer Glasglocke sind, wo alles geschützt ist, wo die Patienten aber oft große Angst haben, wie dann beispielsweise das Essverhalten, was in der Klinik dann meistens ab einem gewissen Punkt ganz gut klappt, wie das in der Realität klappt. Und bei Annett ist der große Vorteil, dass sie eben zum Beispiel, wenn jetzt eine Betroffene Probleme in ihrem Job hat, dann kann sie da heute in der Gruppentherapie drüber reden und kann morgen versuchen, mit ihrem Chef an diesem Problem was zu verändern. Also das Entscheidende ist wirklich dieses Unmittelbare. Und wir haben hier auch nur zum Teil begleitete Mahlzeiten, also vieles ist sehr selbstständig. Und das Wichtigste bei Annett ist, sage ich immer, dass der letzte Tag bei Annett schon sehr nah dem ersten Tag im normalen Leben ist. Was eben in Kliniken ja nicht der Fall ist, weil sie da ja bis zum letzten Abend im Grunde sehr intensiv betreut wurden und dann oft plötzlich wieder alleine wohnen und nicht so wissen, wie das alles gehen soll, geschweige denn, wie das Essverhalten funktionieren soll. Hatte ich durch einen Zufall gehört von Wohngruppen in Florida für Essgestörte und bin da in einem eiskalten bayerischen Winter 92 ins warme Florida und habe da hospitiert und war sehr begeistert, kam zurück und dachte, das ist ein tolles Konzept für Deutschland und die Krankenkassen und die Kostenträger, für die ist es auch gut, weil es günstiger ist. So einfach war es dann nicht, es hat dann noch eine Weile gedauert, bis wir dieses ehrlicherweise aus Amerika geklaute Konzept hier hatten und begonnen haben mit einer Wohnung mit in der drei Patienten wohnten, ein großer Bernhardinerhund und ein Wellensittich und ein Hamster. Das war unsere erste Annett-Wohngruppe.